Zuerst einmal möchte ich allen, die jemand verloren haben, mein tiefes Beileid ausdrücken. Hören wir erst mal an, was passiert ist und sprechen dann darüber. Willkommen, und ich muss wirklich sagen, das ist ein absolutes Bild des Schreckens. Der ganze Ort, der einst so idyllisch gewesen ist, haben wir hier welche getroffen, die mit anpacken und versuchen, das gröbste Chaos überhaupt erstmal in den Griff zu bekommen und zu beseitigen. Aber das wird noch Wochen bis Monate dauern, bis diese wunderschöne Stadt wieder so aussieht, wie sie vor dieser Katastrophe ausgesehen hat. Dieses spontane, situative Helfen ist wohl doch einfach das, was in unserem Staat doch etwas mehr Erfolg hat als irgendwelche anderen behördlichen Anstrengungen, wo man dann einfach auch sich fragt, was passiert denn da? Alle Geschäfte hier in der Innenstadt und drumherum sind komplett zerstört und unbrauchbar. Also das muss ich betonen, wer sich auf den Staat verlässt, kann man sagen, der ist teilweise zumindest verlassen. Ich versuche seit zwei Tagen hier zum Beispiel Trinkwassertank zu organisieren. Unmöglich bis jetzt. Die Einzelhändler, die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich von der Politik im Stich gelassen hier. Die sind jetzt, wenn es wirklich gut läuft, woanders vielleicht noch beschäftigt. In Dernau, an der oberen A, ist eine ganz große Katastrophe. Gestern wurden Leute noch gerettet aus den Häusern. Das war noch gar nicht zu Ende. Mein letzter Stand war vor 4 Stunden über 80 Tote. Ne, allein hier im Kreis Ahrweiler. Über 1000 Menschen sind noch vermisst. Das heißt nicht, dass die dann tot sind oder verletzt. Wir hoffen es nicht, dass die meisten haben keinen Funkkontakt. Das Mobiltelefon funktioniert nur sehr eingeschränkt. Hier blickt sich kein Kommunalpolitiker bis jetzt. Nirgendwo ein gesehen, auch nicht eine Einsatzzentrale hier. Erftstadt ist kaum zu erreichen. Zufahrtsstraßen sind zerstört, darunter wichtige Bundesstraßen. Und auch die A1, die nach Köln führt. Ich würde am liebsten einfach nur irgendwie Leuten Bescheid sagen, dass es mir gut geht. Ich würde fragen wollen, wem es nicht gut geht, ob irgendjemand erreichbar ist. Aber man erreichen kann, man hat keinen Strom, kein Wasser, kein Internet, keine mobilen Daten, nicht mal telefonieren geht. Überhaupt keine Informationen, die haben nicht. Er hat mit der Versicherung gesprochen. Und die sagt ihm, also wir wissen nicht ganz genau, ob wir dir überhaupt irgendetwas bezahlen können. Es gibt Kunden, die bei ihm anrufen und sagen, wir würden gerne unsere Akten einsehen. Und dann hat er mir sein Büro gezeigt und das Büro liegt unter Schlamm. Die Bundeswehr, hier zumindest habe ich sie nicht gesehen. Die meisten, die hier mit anpacken, das sind Freiwillige. Kommen wir erst einmal darauf zu sprechen, warum die Vorlaufzeit für die Warnung so kurz war. Das lag nicht nur an den Behörden, die haben sowohl eine Warnung rausgegeben, per NINA oder KATWA, aber halt leider nicht vollständig und nicht in dem Umfang, dass man den Leuten gesagt hätte, euer Leben ist in Gefahr. Nur 5% der Bürger haben überhaupt NINA oder KATWA auf ihren Handys installiert. Auch die Polizei hat Durchsagen gemacht, allerdings auch nicht deutlich genug. Und so sind die Leute mehr oder weniger von der ganzen Situation überrascht worden. Aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass manche nur 10 Minuten Zeit hatten, ihr Fluchtgepäck zusammenzusuchen und ja, sich evakuieren zu lassen. Denn da blieb nicht viel Zeit. Die Welle kommt und ja, viele haben sich dann nicht evakuieren lassen. Das war das nächste Problem, weil sie hofften, ihr Hab und Gut retten zu können. Und ich gehe davon aus, dass viele davon verstorben sind. Man muss einfach entscheiden, wann es Sinn macht, zu bleiben und wann es keinen Sinn macht, sein Hab und Gut retten zu wollen. Wassermassen sind, alle Naturkatastrophen sind nicht aufzuhalten. Man kann sie nicht stoppen, man kann nicht mal einschätzen, wie es einen selbst trifft. Viele sind jetzt ja obdachlos. Sie sind in Notunterkünften, sie haben alles verloren. Der Staat hat bis jetzt keine großen Hilfen geleistet und auch die Unterstützung durch Bundeswehr ist bis jetzt noch nicht so erfolgt, wie es eigentlich hätte sein können. Das liegt aber auch daran, dass alles erstmal ja geplant werden muss, organisiert werden muss. Man muss erst viele Behörden Richtlinien erfüllen und Entscheidungen treffen, bis überhaupt irgendwann mal was passiert.
Das ist so eine Sache, vor der wir als Krisenvorsorger, auch Prepper genannt, schon seit Jahrzehnten warnen, dass in einem Ernstfall der Staat nicht ad hoc eingreifen kann. Andere Organisationen zum Beispiel haben sehr schnell reagiert, so auch die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn hat ihre Mitglieder aufgerufen zu spenden, sodass wenigstens ein bisschen Geld dort ankommt und die Leute unterstützt. Das sind keine großen Summen, das sind vielleicht bloß 1000 Euro oder 1500 Euro pro Haushalt, aber es ist besser als nichts, denn die haben nichts mehr. Wie man in den Bildern gesehen hat, sind auch alle Zufahrtsstraßen weitgehend nicht mehr passierbar. Das heißt, dort ist auch keine Möglichkeit mehr, die Leute mit Lebensmitteln, Trinkwasser zu versorgen. Strom gibt es eh keinen, die Handynetze sind ausgefallen. Man kann nicht mal nachhören oder nachforschen im Internet, was denn eigentlich passiert ist oder wie man jetzt weitergeht. Man ist abgeschnitten. Obwohl dem, der jetzt noch einen Rundfunkempfänger hat und, tja, da muss natürlich auch irgendjemand was dazu senden. Und das ist ja leider auch nicht erfolgt. Man hat die Leute einfach, ja, ohne große Information sitzen lassen. Man hat jetzt nicht eine eigene Rundfunksendung gemacht und gesagt, Leute, macht dies, macht das, ihr könnt dorthin gehen. Nein, das ist alles versäumt worden aus meiner Sicht. Und ja, die Leute sind ratlos. Wäre ich auch in dieser Situation, wenn ich nicht schon vorgesorgt hätte. Und das ist das, was ich schon in anderen Videos gesagt habe. Macht euch euer Fluchtgepäck. Packt da schon vorab alles rein, was ihr mitnehmen müsst. Denn ihr habt dann vielleicht bloß noch 10 Minuten und da könnt ihr nicht anfangen zu suchen. In so einem Fall sieht man jetzt wieder, wie nötig sowas ist. Aber es ist ja nicht nur bei einer Flutkatastrophe. Es ist bei vielen Dingen, wenn eine Fliegerbombe auf einem Nachbargrundstück gefunden wird und ihr geräumt werdet. Ein Erdbeben kommt, das sehr unwahrscheinlich ist in unseren Breiten. Aber wie ihr seht, damit hat auch keiner gerechnet. Und trotzdem ist es passiert. Das wird Monate dauern, wenn nicht sogar fast ein Jahr oder über ein Jahr, bis die ganzen Leute das dort wieder in den Griff gekriegt haben. Die Aufbauarbeiten werden auf jeden Fall Jahre dauern. Wenn man sich vorstellt, dass viele dieser Wohnhäuser zwar noch stehen, aber eigentlich abgerissen werden müssen, sie sind baufällig geworden, weil sie unterspült sind, weil die Grundmauern zu feucht geworden sind und nicht mehr die Stabilität aufweisen. Also die Leute haben alles verloren und die Versicherungen, die werden erstmal nicht zahlen. Die werden sich erstmal rausreden mit Prüfungen und den Leuten wird erst geholfen werden. Das kann Jahre dauern. Auch die Hilfen, die der Staat zugesagt hat, wir wissen, im Akutfall reden die Politiker immer von Hilfen, die sie leisten wollen. Und wenn dann alles wieder ein bisschen gerichtet ist, dann hört man nichts mehr davon. Es ist wirklich schlimm für die Leute. Ich kann euch nur sagen, sorgt selbst vor und in diesem Fall schaut im Internet nach, ob es irgendeine Spendenorganisation gibt, die den Leuten dort hilft, unbürokratisch und schnell, und spendet, wenn es nur 5 Euro sind oder 10 Euro. Klar, man hätte sagen können, die Leute hätten sich dort auch vorbereiten können. Es gibt zum Beispiel auch keine Lebensmittelgeschäfte mehr. Die sind ja alle auch erdgeschossig überflutet, die Lebensmittel sind kaputt. Hätte man mehr auf Lager genommen, hätte auch nicht viel gebracht, denn wenn die Vorräte im Keller stehen, dann wären die jetzt auch unbrauchbar. In so einem Fall bleibt dann einfach nicht mehr viel übrig. Und ja, es ist sehr traurig, dass so viele Tote zu beklagen sind. Es sind ja nicht bloß ein paar hundert Tote, man geht mittlerweile von mehreren hundert Toten aus, die noch in ihren Kellern liegen und die geborgen werden müssen. Und das wird auch dauern. Die ganze Umgebung ist ja nicht nur jetzt mit Schlamm überzogen, sondern der Schlamm ist auch durchmischt mit Benzin und Öl, was natürlich auch die Brandgefahr dort erhöht. Ich habe in einem Bericht gehört, dass man das Benzin sogar in der Luft riechen kann. In bestimmten Konzentrationen ist dann auch eine Brandgefahr da. Obwohl viel Wasser da ist, aber das Wasser ist irgendwann weg. Das Benzin gast immer noch aus dem trockenen Schlamm. Und die Gefahr von Bränden wird nicht ohne sein. Vielleicht hört sich das auch falsch ein. Ich weiß es nicht. Ich habe mal an einer Übung teilgenommen und habe gesehen, was Benzindämpfe ausrichten und wie man die am besten löschen kann. Und es ist schon sehr erschreckend, dass
ein paar Liter Benzin schon zu einer größeren Verpuffung führen können, wenn sie denn mit Sauerstoff gemischt werden. Am besten hilft man sich selbst und am besten hat man Freunde. Hier ist es genauso. Freunde, Bekannte sind angereist und helfen den Leuten vor Ort. Ohne eine Zusammengehörigkeit, ohne einen Rückhalt in einer Gruppe oder in einem Verband geht es nicht. Viele der brauchtumspflegenden Burschenvereine helfen. Die Freiwillige Feuerwehr hilft, das THW hilft. Wobei beim THW, die werden auch angemault, weil sie halt noch in ihren Wegen sitzen bleiben, anstatt gleich zu helfen. Aber auch da ist das Problem. Es muss organisatorisch erstmal entschieden werden, wo ist die Hilfe am nötigsten und da werden die dann hingeschickt. Für mich auch nicht verständlich, warum sie dann nicht wenigstens aussteigen und ein bisschen Hand anlegen. Könnten sie ja auch tun. Bis sie abgerufen werden. Es muss ja nicht jeder im Auto sitzen. Es langt ja, wenn einer drin sitzt und seinen Funk abhört. Ja, die Leute sind frustriert. Die sehen das, die sitzen da rum und wir schuften und schieben den Dreck weg. Und ja, es ist verständlich. Blackout, in dem Fall ja auch. Strom gibt es nicht. Es werden Notstromaggregate aufgestellt, die aber nur das Nötigste speisen. Also selbst wenn ein Einkaufsladen existieren würde, wo alles noch so retten wäre, die könnten ja ihre Sachen gar nicht mehr kühlen. Die würden auch kaputt gehen und die Leute würden, wenn sie diese Nahrung noch essen, aus der Fleischtheke oder sonstigem, also Konserven sind da davon immer nicht betroffen, die würden sich eventuell sogar eine Lebensmittelvergiftung zuziehen. Es ist eine Katastrophe, die uns wieder mal zeigt, dass man, egal wie gut man sich vorbereitet, relativ hilflos dasteht. Das Einzige, was in diesem Fall geholfen hätte, wäre besseres Frühwarnsystem. Den Leuten definitiv zu sagen, ihr seid in Lebensgefahr, geht, lasst euer Zeug zurück, was ihr zurücklassen müsst, denn das könnt ihr ersetzen, euer Leben könnt ihr nicht ersetzen. Und da ist aus meiner Sicht wieder mal zu wenig erfolgt. Der Staat hat hier zu wenig schnell reagiert, die Polizei hat zu wenig schnell informiert und vor allem richtig informiert. Es nützt nichts, wenn ich eine Warnung kriege, Hochwasser kommt, aber wenn der Warnung nicht drin steht, wann es kommt, wie lange es noch dauern wird, bis es kommt und wie schlimm es ist. Denn das war ja kein Hochwasser im Sinne von kommt aus dem Gullideckel, das waren ja richtig reißende Flüsslein, die da durch die Städte und Dörfer gerast sind und alles niedergerissen haben, die Wegen mitgezogen haben. Das ist, selbst jemand, der gut schwimmen kann, eine lebensgefährliche Situation. Ja, soweit meine Einschätzung, soweit meine Kritik, meine Verbesserungsvorschläge. Viel kann man nicht verbessern, Fluchtdrucksäcke immer bereithalten, doch ein bisschen Nahrung so unterbringen, dass man nicht alles im Keller hat, vor allem auch Trinkwasser, dass man dann auch darauf zugreifen kann. Vielleicht die auch, wie ich das mache, in wasserdichten Maischetonnen einlagern. Die Tonnen schwimmen notfalls oben oder auch wenn sie am Boden stehen im Keller, dann sind sie zumindest noch dicht und man kann sie bergen. Aber darauf achten, dass ihr nicht zu viel reinpackt. Keiner kann dann ein 200 Kilo weit heiß Tonnenfass aus dem Keller ziehen. Das muss einem auch bewusst sein. Es gibt auch kleine, so 60 Liter Fässer. Da kann man das Nötigste reinpacken. Ja, man sieht, die Natur ist unberechenbar. Damit will ich es auch bewenden lassen. Es ist eh schon schlimm genug. Ich hoffe, beim nächsten Mal habe ich ein Thema, das nicht ganz so traurig und mitnehmend ist wie dieses. Denn es hat jeden, denke ich, mitgenommen, der die Bilder gesehen hat. Und es sind ja Hunderttausende von Leuten betroffen, die jetzt keinen Strom haben, die vor dem Nichts stehen. Also bis zum nächsten Mal.